Yo Leute und damit herzlich willkommen. Hier kommt die letzte Preview von The Walking Dead Staffel 7. Wir befinden uns endlich beim großen Staffelfinale Episode 16 und die trägt den Originaltitel The First Day of the Rest of Your Life oder zu Deutsch, so hätte ich das jetzt übersetzt, der erste Tag im Rest deines Lebens. Ja, ich würde sagen, die Preview wird ziemlich heftig. Ich möchte vorab mal kurz eine Spoilerwarnung rausschicken. Wie gesagt, ich versuche immer zu spekulieren, da ich mir nie konkrete Spoiler durchlese. Allerdings konnte ich mir das hier nicht verkneifen, um mal ganz kurz reinzuspicken. Deswegen eine kleine Spoilerwarnung für das Staffelfinale. Ich versuche trotzdem größtenteils noch zu spekulieren und ich hoffe inständig, dass ich keine wichtigen Gesichtspunkte von dem Staffelfinale in dieser Preview jetzt vergesse. Ja, beginnen wir mal, wie uns die Sneak Peek auch begrüßt, und zwar erstmal mit ein paar krassen Szenen, und zwar die Saviors. Fangen wir da erstmal an. Ja, die Saviors, die versuchen nach Alexandria zu kommen im Staffelfinale. Vorher allerdings packen die sich noch Sascha und Eugene ein, die kommen ebenfalls mit nach Alexandria. Und auf dem Weg nach Alexandria bemerkt Simon schon, dass Bäume, beziehungsweise dass die Bäume umgefällt wurden, wahrscheinlich von Rick und so weiter. Also so sieht es zumindest in der Sneak Peek aus, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber es sieht für mich so aus, als hätte Alexandria die Bäume auf die Straße gelegt, damit die Saviors dann nicht unbedingt mit den Fahrzeugen durchkommen. Also spielen die so eine Art Streich wie dies auch in Episode 16 von Staffel 6 gemacht haben, halt den Weg versperren mit ihren Fahrzeugen, nur sind es jetzt die Bäume. So sieht es zumindest in der Sneak Peek aus. Ja, Simon... Man erkennt schon an Simons Gesichtsausdruck, dass der ein wenig genervt ist und dass er das überhaupt nicht lustig findet. Gut. Des Weiteren wird Carol in dieser Episode, also im Finale, eine verdammt große Rolle spielen. Sie wird motherfucking eskalieren. Und das meine ich sogar wörtlich, denn Ezekiel zieht auch endlich mit in die Schlacht und das Kingdom steht Hilltop und Alexandria beiseite. Und Carol wird sowas von viele Saviors und... Jetzt, Achtung, die sogenannten Schrottplatz-Leute, also die sogenannten Plünderer oder Scavenger, nennt es wie ihr wollt. Dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall wird sie relativ viele von denen töten und zwar wahrscheinlich sogar die meisten. Jetzt kommen wir direkt zu den Plünderern. Die sind ja eigentlich auf Ricks Seite, die haben ja auch die Waffen bekommen. Allerdings kommt jetzt eines der größten und wahrscheinlich, unbedachtesten Dinge, die im Finale hätten passieren können. Und zwar stellen sich diese Schrottplatz-Crew bzw. diese Plünderer stellen sich mitten im Kampf bzw. zu Beginn des Kampfes gegen Rick. Wir sind ja im Moment in Alexandria und stellen so die Verteidigungsanlagen auf und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, die stellen sich da mitten im Kampf gegen Rick und richten die Waffen gegen ihn. Und das Ganze soll anscheinend mit Michonne beginnen, dass eine Waffe auf Michonne gerichtet wird und so weiter. Und dass die so sagen, ja, wir werden gewinnen, denn die wollen einfach den Stuff haben, den die alle haben, sprich Waffen, Lebensmittel, alles Mögliche, einfach alles. Und ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal richtig behindert von denen und ich hoffe auch inständig, dass sie da alle möglichst gut verrecken. Ja, des Weiteren kommt Negan auf jeden Fall bei Alexandria an und kann natürlich seine dummen Witze nicht loswerden. Unter anderem fragt er dann danach, ob sie ihm bitte alle Waffen geben würden, denn er sieht ja auch, dass Rick und so weiter wieder Waffen haben und er sagt, gebt mir eure ganzen Waffen und so aus Spaß. Anscheinend sagt er dann auch noch, eure Limonade bitte auch, beziehungsweise er möchte halt dieses Süßgetränk haben, was er da in den vorigen Folgen schon mal getrunken hat bei Olivia. So hieß sie ja, genau. Gut. Karl wird diesen ganzen Kampf beginnen, also er wird sozusagen den ersten Schuss abgeben und danach wird es da richtig eskalieren in Alexandria, da werden die Patronenhülsen dann nur so wie Sand am Meer rumfliegen, also das wird richtig heftig werden. Und kommen wir jetzt mal zu Sascha, die ist ja noch in Negans Gewahrsam bzw. Gefangenschaft und wie es aussieht, wir haben ja in der Besprechung gesagt, dass ich vermute, dass Sascha sich nicht umbringen will, sondern dass sie immer noch daran hängt, Negan umzubringen. Aber sie wird das Ganze höchstwahrscheinlich nicht schaffen, weshalb sie sich dann die Pillen einwirft. Also das Ganze wird eine ziemlich emotionale Szene werden und sie wird sich dann wahrscheinlich vor Negan und vor all den anderen, die wird wahrscheinlich noch irgendwas rufen und dann schluckt die Pillen und weg ist sie.
Und danach wird sie als Zombie wiederkommen und die Saviors angreifen. Ob sie jetzt Negan angreift, das bleibt abzuwarten. Ich vermute sogar schon, ob sie ihn jetzt verletzt. Das denke ich mal wieder eher nicht, denn Negan bleibt uns auf jeden Fall bis Staffel 8 auch noch erhalten. Und es wird weitere Kämpfe und so weiter geben. Das ist jetzt ganz wichtig zu sagen, es ist jetzt nicht der Kampf der Kämpfe, sondern auch in den Comics gab es einen Kampf. Und dann hat sich Negan zurück zum Sanctuary halt, haben die sich zurückgezogen. Und ich denke mal, so wird das hier auch ablaufen, dass sie sich dann erstmal so zurückziehen und damit, dass damit dann Staffel 7 abgeschlossen wird, beziehungsweise beendet wird. Deswegen, Negan wird ja auf jeden Fall nicht sterben in dieser Episode und das ist zu 100% safe. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle wichtigen Punkte genannt. Noch eine Sache, und zwar, es wird Flashbacks von Abraham und Glenn geben, beziehungsweise Abraham, Sasha, Rosita wahrscheinlich auch, und Glenn und Maggie auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich darauf, die beiden wiederzusehen, auch wenn es jetzt ein allerletztes Mal ist. Zumindest im Staffelfinale dürfen sie dann jetzt wiederkommen. Und ja, ich bin auch noch gespannt, ob Negan einen mit Lucy noch verkloppen wird. Also ein Opfer ist ja safe. Sasha wird definitiv sterben in Episode 16. Und jetzt bleibt es abzuwarten, ob noch ein anderer dran glauben muss. Und vor allen Dingen töten die Plünderer unsere Leute, wie auch immer. Okay. Dann fällt mir noch was ein, das meinte ich nämlich, dass ich hoffe, dass ich alles berücksichtigen werde. Und mir ist da auch noch was eingefallen, und zwar hatten wir am Ende von Episode 15 den Cliffhanger mit Dwight. Und bei Dwight wird es so aussehen, dass Tara erstmal mit ihm redet darüber, von wegen Denise war ihre Freundin und so weiter. Und er hat sie einfach getötet und Dwight hat dann so gesagt, ja, ich wollte sie nicht töten, ich will Daryl töten, und daraufhin rastet Daryl aus und will Dwight töten. Ob er das jetzt tut oder nicht, denke ich mal, bleibt abzuwarten, aber ich vermute eher nicht, weil es wird unsinnig werden, auch für Dwights Story, denn er wird eine richtig wichtige Storyline bekommen, zumindest hat er die in den Comics, und wenn sie ihn jetzt hier sterben lassen, wäre das total unsinnig, deswegen wird Dwight, denke ich mal, auch auf jeden Fall überleben. Ja, und Dwight möchte ja auch helfen, die Saviors zu töten. Und ich denke mal, die Szenen, wie er versucht, Rick und die anderen davon zu überzeugen, dass er mit ihnen kämpft, das wird auch krass. Und wenn Negan Dwight dann auch auf der Alexandria-Seite sieht, das denke ich mal, wird auch heftig werden. Ja, und wie es mit Eugene ausgeht, da bin ich mir jetzt auch noch zweigeteilter Meinung. Ich denke aber, er wird nach Alexandria zurückfinden und Negan auch im Stich lassen bzw. hängen lassen. Oder er wird irgendeine heldenhafte Aktion wagen. Bis jetzt ist er ja wieder das Arschloch und eventuell wird er dann wieder zum Helden, wenn er irgendwas Krasses macht. Ich denke mal, er könnte ja so aufräumen wie Carol, genau. Und Shiva kommt auf jeden Fall auch drin vor und... Es hieß schon mal, ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch so war, aber es sollte mal heißen, dass Shiva Karl retten wird. Denn Karl wird höchstwahrscheinlich im Staffelfinale auch in eine ziemlich brenzliche Situation geraten. Und Shiva soll anscheinend Karl retten, indem sie Karl irgendwie wegzieht oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall soll Shiva danach auch sterben. Bin ich auch mal gespannt, ob Shiva wirklich stirbt. Das wäre ein kurzer Aufenthalt, natürlich weniger CGI und so weiter, aber... so eine kleine Art Heldentod, dass sie Karl rettet und danach stirbt Shiva halt. Das wäre auf jeden Fall auch krass. Ja, ihr seht schon, die Preview ist etwas länger als die anderen. Es ist natürlich das Staffelfinale und da passieren sehr viele Dinge. Es kann sein, dass ich jetzt, wie gesagt, noch zwei, drei Aspekte bzw. Punkte vergessen habe, die hier vorkommen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr diese ja in den Kommentaren ergänzen, bzw. schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr vom Staffelfinale euch erhofft. Beziehungsweise, was denkt ihr, passiert da Krasses? Und, das wäre es eigentlich, was ich jetzt so noch an euch als Aufgabe, ja, rausgehauen hätte. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like nach oben da und schaltet auf jeden Fall nächste Woche zur Besprechung ein, denn wir haben etwas ganz Besonderes geplant, ein kleines Special. Wie gesagt, schaltet nächste Woche Dienstag oder Mittwoch ein, dann kommt die Besprechung zum großen Staffelfinale und am Wochenende kommt jetzt auch wieder ein Special-Video, deswegen verpasst auch das nicht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, viel Spaß am Montag, ciao. No one has to die. You are